Hi, willkommen zu einem neuen Revolution Pi Tutorial. Ich bin der Dirk und ich möchte dir heute zeigen, wie der Headless-Betrieb funktioniert. Okay, Headless-Betrieb, was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben hier zwar eine HDMI-Schnittstelle und könnten hier einen Monitor anschließen und über USB auch eine Tastatur und eine Maus, können mit dem Gerät natürlich so direkt Eingaben tätigen und das auf dem Monitor sehen. Aber normalerweise ist das Gerät irgendwo in einem Schaltschrank verbaut. Wir müssen da hinlaufen, den Schaltschrank öffnen, alles anstöpseln. Es ist sehr umständlich und eigentlich auch nicht die normale Vorgehensweise. Die normale Vorgehensweise ist die, ich habe ein SSH-Terminal auf meinem PC mit einer Software. Mein PC ist verbunden über einen DHCP-fähigen Router, an dem auch mein Revolution Pi Core Modul angeschlossen ist. Ich möchte dir heute zeigen, welche Software du benötigst und wie einfach das Ganze funktioniert. Okay, los geht's. Gut, als allererstes müssen wir herausfinden, auf welcher IP-Adresse sich dein RevPi Core Modul befindet. Vielleicht weißt du es schon, aber für diejenigen, die das zum allerersten Mal machen, empfehle ich einfach die Software Advanced IP Scanner. Ich wähle jetzt den zweiten Link, weil ich mich in einem Firmennetzwerk hier befinde und der Originallink hier denn vom Proxy nicht unterstützt wird und gesperrt ist. Ist aber kein Problem, den hier runterzuladen. So, ich führe hier aus. Und wir installieren die deutsche Version. Wir möchten installieren. Akzeptiere die Lizenzvereinbarung und wir starten ihn. Okay, jetzt klicken wir einfach mal auf den großen grünen Scannen-Button. Der Advanced IP Scanner benutzt jetzt als Vorgabe schon unser gesamtes Subnetz, in dem ich mich befinde. Und das erstreckt sich jetzt von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254. So, und jetzt habe ich hier meinen eigenen Computer und hier das RevPi Core Modul. Ich empfehle als SSH-Terminal die Software PuTTY. Und zwar gibt es die auf putty.org. Die Seite sieht so aus. Ich öffne es in einer neuen Registrierkarte, weil ich die wieder mal woanders runterladen muss. Da ist der eigentliche Link. Da das bei mir nicht klappt, weil ich mich in einem Firmennetzwerk befinde, lade ich sie von Heise Online herunter. Download und Download. Ausführen. So. Ich habe ein bisschen getrickst. Hier ist schon ein Eintrag drin. Bei euch fehlt der natürlich, weil es, wenn es neu installiert, hier das Ganze noch leer ist. Gut, wir erinnern uns. Unsere IP-Adresse lautet 192.168.0.105. Wir öffnen die Verbindung. Ich wähle Pi als Benutzername und Raspberry als Passwort. So. Gut, jetzt tippen wir mal ls. Super, es funktioniert. Wir sind eingeloggt. Okay, also die Batterie ist jetzt leer. Wir sind sowieso jetzt am Ende vom Tutorial angekommen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Feierabend und sage mal Tschüss.